Hi und willkommen zu meinem Update-Video, zu meinem Zimmerprojekt. Also, erste Sache, die sich geändert hat, ich habe hier diese Decke jetzt hingelegt. Weil ich fand irgendwie, das ist schöner und jetzt sieht es wieder ein bisschen wohnlicher aus und ein bisschen mehr nach einem Sofa und dann kann man da sich auch wieder ein bisschen gemütlicher hinsetzen. Und die lag ja eine ganze Weile da hinten in der Ecke und da ich dann aber die jetzt ausgebreitet habe, eigentlich wollte ich die Decken, die ich aus dem dänischen Bettenlager hatte, da hinlegen, aber das war viel zu hoch. Das war so ein Ding. Also da konnte man nichts mehr ablegen und nichts machen und das fand ich dann unpraktisch, als habe ich es dann doch wieder rückgängig gemacht. Ja, und was hat sich noch getan? Leider ist die Sauna immer noch nicht abgebaut und deswegen kann man auch noch das Bett nicht abbauen und somit kann man auch noch nicht groß was in dem Zimmer da drüben machen. Aber in der Planung bin ich jetzt schon wieder ein paar Schritte weiter und das ist ja auch schon was wert. Also werde ich euch jetzt erzählen, was sich jetzt momentan geändert hat, planungstechnisch, was es Neues gibt. Also ich habe jetzt mit meiner Mutter und meinem Vater lange geredet und da ich meinen Schreibtisch voraussichtlich, also ja, ist der Plan, in die Ecke stellen möchte, wo vor diesen Vorhangsdinger, wo ich geplant hatte, ist es so, dass das leider Gottes nicht wirklich gut zum Reinigen ist dann dahinter und dass dann da nicht, dass man da nicht so gut rankommt. Und deswegen habe ich dann überlegt, dass ich eigentlich einen Einbauschrank viel praktischer finden würde. Und ja, da habe ich so weiter überlegt. Also wenn denn, muss in den Einbauschrank ja eine Menge Bettzeug und so weiter. Und da hätte ich jetzt ehrlich gesagt ungern so Insekten drin oder Viecherzeug oder wie auch immer. Ihr wisst, ich habe ein Problem mit Insekten. Und deswegen habe ich dann nochmal weitergeredet und dann habe ich halt überlegt. Und dann habe ich so festgestellt, weil Zirbenholz gehen die nicht rein. Und das hält die Insekten unglaublich gut ab. Und es ist auch super, wenn man so ein bisschen Schlafprobleme hat, da schläft man auch viel besser. Mal sehen, ob Leo und ich da noch wach bleiben können. Und ja, jetzt habe ich mir überlegt, dass ich gerne einen Einbauschrank in die Dachschräge rein hätte aus Zirbenholz. Und ja, da habe ich jetzt einen, haben wir jetzt auch einen Bekannten, der Schreiner, schon mal angeschrieben und haben den dann so gefragt, ja, ob er das Holz herbekommt und wie das aussieht. Und ja, er bekommt es her, also kann man da vielleicht was dann draus machen. Ja, was auch noch so eine Frage ist, ist, ob man das Regal dann anfertigen lässt. Wobei, ob ich das jetzt aus Zirbe machen lasse, da bin ich mir ehrlich gesagt sehr unsicher. Weil da glaube ich, neige ich eher zu sowas wie einem Ahorn oder sowas, also auch einem etwas helleren Holz, aber halt eins, wo man dann oder nicht so teuer ist. Obwohl Ahorn auch ehrlich gesagt ein sehr teures Holz ist, aber nicht so teuer wie Zirbe. Ja, dann habe ich mir noch überlegt, ich möchte gerne ein Sofa in das Zimmer dann haben, damit man sich da auch mal so gemütlich hinsetzen kann, zum Filme gucken und sowas. Und ich war heute mit meinem Vater ja beim dänischen Bettenlager und da habe ich ein echt schönes Sofa so gesehen. Und das gefällt uns beiden sehr gut. Und dann haben mein Vater und ich noch miteinander gesprochen. Und während wir also das besprochen haben, bin ich zufälligerweise beim dänischen Bettenlager auch auf einen Metalltisch mal drauf. Da habe ich mir so gedacht, eigentlich ist das gar nicht so eine schlechte Idee, so ein Metalltisch, weil der ist im Sommer kühl, im Winter zwar auch, aber da kann man sich ja zum Beispiel jetzt eine Decke drüber schmeißen. Aber auf jeden Fall, das wäre doch vielleicht eine gar nicht so schlechte Idee. Und deswegen habe ich dann mal, also ich finde den jetzt gerade ganz schön und überlege dann halt auch noch bezüglich von einem Metalltisch. Einziger Nachteil ist, dass er ganz schön viel Fläche unten offen hat und da sind ja Kabel und Kaninchen. Das sehe ich so ein bisschen noch als ein Knackpunkt, aber so erstmal beim ersten Belegen finde ich es gar nicht mal so die schlechte Idee und werde da vielleicht auch mal erstmal weiter recherchieren, wie das so ist und so. Und vielleicht auch so was Höhenverstellbares. Ja. Aber da muss man dann gucken, wie viel Watt und überhaupt und ach, das wird dann noch, da muss ich noch viel recherchieren, bevor ich da überhaupt eine Entscheidung treffen kann. Ja, was gibt's noch? Ja.
Die Wandfarbe habe ich euch ja schon erzählt, dass wir die haben. Ja. Was ich jetzt auch ganz nett finden würde, wäre irgendwie so eine, also ich fasse ich so als interessant wäre, so ein Erker ähnliches. Aber ich glaube, das braucht zu viel Platz und deswegen ist es, glaube ich, also so, dass man sowas nimmt, so ein Erker, wo man dann noch so eine kleine Wand zieht. Aber Wand ziehen ist halt so teuer. Nee, ich glaube, das ist auch keine gute Idee. Aber ich habe mir halt kurzzeitig überlegt, ob ich sowas mache, wo ich dann unter das neue Fenster drauf sitzen kann und einfach, dass man dann da mehr zum so hat. Aber wenn ich jetzt gerade so das laut ausspreche, finde ich die Idee gar nicht mehr so gut. Ja, was kann ich euch noch erzählen? Im Moment ist eins meiner größten Gedankendinger, wo ich überlege, ich habe noch so ein weißes Schrank, also so ein weißen Dinger, wo was draufsteht im Moment, wo Unordnung ist und so. Und ich überlege gerade oft, ob ich den nicht einfach wegtue oder ob ich den auch anders hintue. Und ja, da bin ich gerade sehr intensiv am Überlegen, wie ich das mache, weil ich mag ihn sehr gerne und ich habe den damals auch im türkischen, also dänischen Bettenlager gekauft, beziehungsweise. Und der gehört zu einem meiner favorisierten Möbelstücke. Aber ich weiß halt einfach nicht, ob ich den jetzt mitnehme oder nicht. Ist eine schwierige Entscheidung, ehrlich gesagt, noch. Ja, sonst was hat sich, was ich überlege, ob ich ihm Leo einen neuen Stall spendiere, da, also so, dass der auch wieder, dass der einen neuen Stall hat, aber ich glaube, es wäre eher kontra, so im Nachhinein, so wenn ich so überlege, jetzt den Stall, den er schon gewöhnt und alles und ja. Ja, sonst kann ich euch tatsächlich leider noch nichts Neues erzählen. Weil sich leider noch sehr wenig tut. Aber tatsächlich, wenn ihr dieses Video seht, sind wir in dem Monat, wo wahrscheinlich langsam die Bauarbeiten an der Sauna beginnen könnten. Und Ende des Monats sollen die, glaube ich, anfangen. Also hoffen wir das Beste und drücken die Daumen. Ja, gut, das war alles zu dem Thema. Ich kann euch leider noch nicht mehr sagen. Es gibt auch noch nichts, wo man irgendwie was zeigen könnte. Aber ja. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr so für Zimmereinrichtungen wichtig haltet und was für euch so ein Zimmer wichtig ist. Und ja, ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.treatmeatoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.